Tschüss Leute, Brody's back und heute gibt es von mir wieder ein neues Video für euch. Ja Leute, lange Zeit kam kein Video, ich hatte einfach wieder sehr viel zu tun gehabt, ihr wisst Bescheid, wie es bei mir läuft. Und ja Leute, würde ich einfach sagen, machen wir doch wieder einen Shake für euch, den ich für euch wieder reinschlagen werde. Der Shake wird heute bestehen und ich hoffe mal natürlich sehr inständig, dass das heute alles so funktioniert, wie ich mir denke. Zuerst fangen wir mit dem eher vielleicht nicht so spannenden an. Und zwar, manche von euch wissen das glaube ich, bei manchen hatte ich das mal besprochen, was im nächsten Plugin drauf drankommt. Dürfte die eine oder andere Sache richtig neu sein. Ja, Bärlauchquarch minus 30%. Ja, dann habe ich hier noch minus 30%, kann ich auch so machen. Kann man sogar besser sehen. So Leute, Bärlauchquarch von Milram. Und das dreimal die Packung. Eine Packung hat 185 Gramm mal 3. Das ist 3 mal minus 45. Machen insgesamt 585. Nee, Quatsch. 500. Ach, was weiß ich. 555, glaube ich. 555 Gramm. Quatsch. Dann machen wir rein. Gurkengaudi, aber nur das Wasser werden wir reinmachen, weil ich denke mal, ihr wisst alle Bescheid, wie die Gurken alle entscheidend sind. Und deswegen dachte ich, wir machen nur das Pickelwater rein davon, was aber nicht gespart wird und alles ohne Flachs reingemacht wird. Da wird keine alte Sache gemacht. Acht, da sind die Kalamata-Oliven, die stehen bei mir auch schon seit gefühlt einer Ewigkeit. Ja. Und steht gefüllt mit getrockneten Tomaten. Aber Leute, ihr wisst Bescheid, die Oliven sind alle frisch. Da dürfte das kein Problem sein. Dann kommen wir zu einer Sache, die ein bisschen crazy ist. Und zwar, Leute, ihr kennt den guten alten Gazi-Halloumi-Käse. Ihr kennt die Leute im Dönerladen, im Döner-Dürüm, bestellt euch alle Halloumi-Käse. Und den werde ich nicht so machen, dass ich den anbraten werde, sondern ich werde den komplett salzig mit Salzlake da reinmachen. Und wenn es bei euch noch nicht weird genug klingt, mache ich da noch so viel wie viel möglich, mache ich da einfach Bananen rein. Leute, kann man das sehen? Das sind einfach 20 Bananen, geschätzt, naja, nicht 20 nicht, aber das sind geschätzt einfach 14 Bananen und 14 Bananen kosten einfach bei Norma 1 Euro. Also ich habe 14 Bananen für 1 Euro bekommen. Wir werden natürlich die matschigsten, die schlechten raussuchen, so wie ihr es von mir gewohnt seid, und die in den Chuggings reinmachen. Meine Chuggings sind doch eigentlich oft verwertet, Chuggings. Ja, Leute, dann würde ich einfach sagen, fangen wir doch mal an. Lego, Leute. Wie machen wir das Ganze? Wisst ihr was, Leute? Ich zähle mal, wie viele Bananen das sind, damit ihr auch mal genug Zeit habt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Bananen sind das. Für 15 Bananen bekommt ihr ein... Also ihr bekommt 15 Bananen für 1 Euro bei Norma, das ist doch ein wunderbares Angebot, finde ich. Ja Leute, und das alles machen wir doch in das gute alte Gurkenglas rein. Das Gurkenglas passen so ziemlich genau 2 Liter rein. Ja, was machen wir denn zuerst? Ich würde sagen, wir fangen zuerst, ihr wisst Bescheid Leute, erstmal mit der flüssigen Basis an. Dass alles unten erstmal schön flüssig ist und damit da auf die Boden nicht alles verklebt wird. Ihr wisst ja Leute, wie es bei mir läuft. Da machen wir alle Kalamata-Oliven rein. Und die sind ja eingelegt in Öl. Das bedeutet, das sind nochmal irgendwie 100 Milliliter Öl, die ich einfach 100 Milliliter Liter pures Öl, die ich dann nochmal schlucken werde. Öl ist ja gesund, habe ich mal gehört. Schöne ungesättigte Fettsäuren helfen dem Körper. Ja, dann machen wir, denke ich mal, ein Bananchen rein. So. Die beiden fühlen sich richtig schlapp an. Perfekt für meinen Chugging. Bin ich doch mal gespannt, wie die aussehen. Kann man das sehen, Leute? Kann man das überhaupt sehen? So sieht eine Banane aus. So sieht eine Banane aus. So, Leute. So sieht einfach eine Banane aus. Schlapp und... Ist ja ein Matsch bis zum Geht nicht mehr.
Und das wird natürlich alles hier reingemacht. So, Banane Nummer 1. Banane Nummer 2. Und mehr Bananen werden dann noch wahrscheinlich folgen. Ja, dann machen wir doch einfach mal den Bärlauchquarch rein. Der gute alte Bärlauchquarch. Ist eigentlich überhaupt noch in Ordnung. Da habt ihr es gesehen, bei jedem Bärlauchquark stand minus 30%. Und da steht bei mir schon, der ist schon 2 Wochen nach MHD abgelaufen. So, das MHD ist schon 2 Wochen abgelaufen. Riecht noch wunderbar. Aber ich denke mal, der war ja auch in Folie verpackt. Also und da doch vergleichsweise wenig Konservierstoffen. Da waren überhaupt gar keine Konservierstoffe drin. Stehen sogar ohne Zusatz von Konservierstoffen, Farbstoffen und Gelatine. Ist ja interessant. Ein Wunder, dass sie überhaupt so gut riecht nach 2 Wochen nach Abgelaufenheit der MHD. Also das ist doch jetzt gerade eine Sache, wo ich mich doch ziemlich heftig wundere. Ich probiere mal. Hey Leute, das kann doch gar nicht sein. Ohne Konservierstoffe riecht gut. In 2 Wochen abgelaufen nach MHD, das kann doch nicht, da kann doch irgendwas nicht stimmen, Leute. Ach was, das gibt's doch gar nicht. Schmeckt einfach... Naja doch, das schmeckt eigentlich wie ein Bergweich. Also, Leute, wenn ihr mich dann im Krankenhaus seht, ihr wisst ganz genau, woran es dann gelegen hat. So Leute, und das schmeckt übrigens lecker, ne? Ich habe ihn jetzt mal ganz kurz probiert, das schmeckt sehr lecker. Vielleicht auch, weil da einfach Sahne drin ist. Und du wisst ja, Sahne ist lecker. So Leute, und der dritte Bärlauchquarch ist drin, ihr seht es Leute, alle 3 Packungen sind leer. Ja Leute, und dann würde ich einfach mal sagen, machen wir dann das Gurkenwasser rein. Ich habe ja gesagt, da kommt ja nur das Gurkenwasser rein. Das Glas ist auf. Dann würde ich sagen, drücken wir doch einfach mal die Gürkchen zusammen und kippen doch das Gurkenwasser rein. Ganz vorsichtig. Da kommt alles an Gurkenwasser rein, wirklich alles, Leute. So Leute, kein einziges bisschen Gurkenwasser ist jetzt da drin. So Leute, dann machen wir den Gasi-Alumi rein. So macht man das immer, wenn man die ganze Lake weg haben möchte. Dann drückt man einfach diese Lake einfach hier rein. Alumi-Stückchen Nummer 1. So, Alumi-Stückchen Nummer 2. Und Alumi-Stückchen Nummer 3. So Leute, Peace Leute, ich bin es nach langer Zeit wieder zurück. Und ja Leute, hier ist das fast fertige Endresultat, muss jetzt nur noch durchgemixt werden. Mit meinem, ihr wisst Bescheid Leute, mit meinem neuen Bosch Mixer. So Leute, drin ist der Teil, so funktioniert er. Der funktioniert wunderbar. 3, 2, 1. Los geht's, Leute. So Leute, Peace Leute, ich bin's zurück und nun seht ihr das Leute, das komplette Chugging ist fertig. Ihr seht das Leute, das sind ungefähr 1,7 Liter und da war wirklich allerlei drin. Da waren Bananen drin, Kalmater Oliven, Öl von Kalmater Oliven, da war dann noch dieser krasse Gasi Halloumi Käse und dann war da auch noch der Bärlauchquark drin. Den Rest kennt ihr ja aus meinem Zubereitungsvideo, also aus dem Zubereitungsabschnitt, wie ich das Ganze zubereitet habe. Und ja Leute, so sieht das Ganze aus, Leute. Erstmal entspannen, ausruhen. Und ja Leute, ja, diesen Massagestuhl, ich habe gesagt, ich werde den nur bei den kleinen Behältern machen. Und ja, ich habe heute doch einiges geplant, also ich habe schon im Vornherein gewusst,
dass das doch ein bisschen mehr sein wird als das, was in den kleinen Behälter passt. Tut mir leid dafür, Leute. Aber naja, Leute, ihr wisst ja, 1,7 Liter ist doch ein bisschen krasser als 1,25 Liter. Und ihr wollt ja das doch sehen. Ihr wollt Extreme sehen. Und ja, deswegen sage ich keine halben Sachen, Leute. Das komplette Glas wird reingechuckt. In Form von 1,7 Litern Magenpenetration. Ja, Leute. Würde ich sagen, erstmal kräftig durchatmen. Habe auch schon, denke ich mal, lange nichts mehr reingechuckt. Ja, also ich habe jetzt auch nicht davor trainiert oder so. Also ich habe meine letzte Mahlzeit, habe ich sogar gar nicht mal so lange her. Habe ich vor 2 Stunden, glaube ich, einen Donut gegessen. Aber Donuts ist ja relativ klein vom Volumen. Und ja, Leute, ich denke mal so, Leute, Hashtag nur Homo, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich mache mir Gürtel aus, damit mein Magen bzw. mein Bauch sich auch ganz schön füllen kann. Und ja, Leute, vielleicht ein kleiner Geruchstest, noch bevor ich das reinschlage. Geruchstechnisch riecht das sehr interessant, Leute. Wirklich, Leute, kein Flachs, aber geruchstechnisch riecht das wirklich sehr interessant. Am allermeisten, ob, könnt ihr das sehen, Leute, wie das aussieht? So sieht das Ganze aus. Und das riecht tatsächlich, kein Wunder, am allermeisten riecht das nach den Kalamata-Oliven und den Berg-Bärlauchquark. Das ist ja krass, Leute. Also am allermeisten rieche ich hier tatsächlich Kalamata-Oliven und Bärlauchquark raus. Und Leute, das riecht nicht schlecht. Also das ist doch eigentlich, also ganz ehrlich, das ist ein angenehmer Geruch. Also der Geruch gefällt mir schon mal auf jeden Fall. Gutes Omen, dass das Chugging vielleicht ein bisschen gut sein wird. Angenehmer als gedacht. Nun ja, Leute, ich denke mal, Holzi ist am Start. Und wollte ich einfach mal sagen, ja, dass ich das für euch ganz reinschlagen werde. Ihr wisst Bescheid, Leute, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, und am Ende, wenn es möglich, das ist der obligatorische Satz, ihr wisst Bescheid, Leute, werde ich eine Punktzahl am Ende von 1 bis 10 geben, wenn es möglich sein wird. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Auf 3. Gut, dann erzählt. 3, 2, 1. Schnäuzer ist wieder am Start. Ihr wisst Bescheid, Leute, das ist jetzt mein neuer Hairstyle. Leider nicht so weiß und nicht so voll, aber der ist trotzdem am Start. Und ja, Leute, würde ich erstmal sagen, erstmal mache ich den ganzen Schnäuzer weg. Boah. Das war geil. Okay. Leute, das war wirklich kein Spaß, Leute. Mann, oh Mann, oh Mann, war das Chugging extremer als gedacht, Leute. Kein Flachs, aber ich hätte mir mehr Respekt vor dem Chugging nehmen müssen. Kann man das sehen, Leute? Da ist noch ganz minimal was drin. Das war wirklich 99% Completion.
denke aber wirklich, sehr, sehr krass. Das Chugging war, kennt ihr das, kennt ihr den Begriff, Leute, anders? Hier muss ich das irgendwie auch sagen. Das Chugging war im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen anders als die anderen Chuggings. Ich versuche gerade festzustellen, warum. Ich glaube, das hat tatsächlich auch was an diesen Bananen gelegen. Weil die Bananen, die haben sich komplett anders angefühlt als die Sachen, die ich sonst reinschage. Boah, das Chugging war aber lecker. Also es hat sich anders angefühlt, aber positiv anders. Also das Chugging war wirklich lecker. Der Bärlauchquark war sehr lecker. Die Kalmata-Oliven waren erstaunlicherweise, aber wirklich sehr erstaunlicherweise auch sehr lecker. Boah. Ich weiß ja Bescheid, wie es dann einen geht. Ja, das Pickle Water habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht rausgeschmeckt. Obwohl es so das Würzigste war, habe ich das jetzt nicht direkt rausgeschmeckt. Also das würde ich jetzt weder gut noch schlecht bezeichnen. Ja, Leute. Und dann gab es ja noch den Gazi. Der Gazi, ihr wisst ja, Leute, der Gazi ist ja salzig. Und ich dachte, das macht das Ganze noch ein bisschen salziger. Ist euch eigentlich zweimal Würgereiz in dem Chugging aufgefallen? Wenn ja, schreibt mir mal das in die Kommentare. Salziger war das Chugging jetzt nicht unbedingt durch den Gazi. Also ich würde jetzt nicht sagen, also das Chugging war schon ein bisschen salzig, ja wirklich ganz, ganz klein bisschen salzig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Gazi unbedingt den Chuggy salziger gemacht hat. Denn ihr wisst Bescheid, Leute, wie salzig Gazi ist. Und er kann doch alles versalzen. Ja, auf jeden Fall, Leute. Ja, das ist mein Statement zu dem Gazi-Käse. Hat man vielleicht ein bisschen was rausgeschmeckt, so ein bisschen Schafskäse ähnlich, körnig quasi. Habe ich ein bisschen auch im Chugging rausgeschmeckt. Also da gebe ich jetzt auch keine Minuspunkte. Ja, die Bananen, wie ich gesagt habe, waren doch eigentlich ganz gut. Hat man auch eigentlich konsistenzmäßig gut rausgeschmeckt. So wie ich das in etwa erwartet habe. Und ja, Leute, also ganz ehrlich, das Chugging war wirklich sehr stabil. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir das sogar teilweise ein bisschen schlechter vorgestellt, als es tatsächlich war. Wie ich gesagt habe, ich war positiv überrascht, dass der Shake so positiv anders war. Konsistenzmäßig würde ich jetzt mal sagen, waren es schon... Ja, also der Shake war wirklich sehr gut zu trinken. Also da würde ich jetzt einfach mal konsistenzmäßig einfach sehr, sehr stabile 9 Punkte geben. Aber wirklich 9 Punkte, weil ja die Konsistenz mich jedoch schon sehr, sehr positiv überrascht hat. Und ja, Leute, bei Geschmack, ja, war auch salzig. Salzig, schön, würzig durch den Bärlauchquark. Ist ja kein Gewürzquark, ist ja ein Bärlauchquark. Ja, war auch würzig, salzig und das auch ein bisschen, hat auch ein bisschen, wie nennt ihr das, Leute, Pep. Hat ein bisschen Pep im Geschmack. Ja, also, ganz ehrlich, Leute, einwandfrei. 9 Punkte. Und da würde ich einfach sagen, 9 und 9 Punkte machen insgesamt 9 Punkte für den Shake. Und das ist richtig krass. Also ich habe in der letzten Zeit wirklich keine 9 Punkte für den Shake vergeben. Also das ist sozusagen der eindeutige Beweis dafür, dass der Shake doch eigentlich einer der besten Chugging Shakes war, die ich doch jetzt probiert habe. Leute, kombiniert das. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Das schmeckt richtig lecker. Vielleicht trinkt keine 1,7 Liter auf einmal. Ja, vielleicht nur so ein halbes Gläschen oder so. Aber ihr werdet feststellen, dass das doch ziemlich lecker ist. Ja, würde ich doch einfach sagen, sehen uns beim Outro. Lego. So Leute, also das war's mit dem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, abonniert meine Fan-Website auf Instagram. Abonniert auch da meine Pre-Word-Website. Und ja Leute, würde ich sagen, ich habe euch alle lieb, meine Abonnenten. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace.